Einen schönen guten Tag, liebe Studentinnen und Studenten. Heute lesen wir das Buch Faust, das Volksbuch von Achim Seyfert, Kapitel 2, der Pakt. Eines Mittags geht Faust aus der Schule, aus der Stadt hinaus. An einer Werkkreuzung bleibt er stehen. Fünf Straßen treffen hier zusammen. Das ist der richtige Platz, denkt er. Hier will ich es versuchen. In der Nähe gibt es einen Wald. Dort geht Faust jetzt hin und legt sich unter die Büsche. Erst als es dunkel geworden ist und kein Mensch mehr zu sehen ist, steht er auf und geht in der Werkkreuzung zurück. Der Mond scheint. Faust zeichnet einen Kreuz in den Sand, dann noch zwei kleinere Kreise daneben. Er stellt sich in den großen Kreis und spricht langsam die Worte: Babel, Babel, Bel, Bezu, ich warte hier, komm, sei so gut. Dann sagt er es ein zweites Mal. Beim dritten Mal spricht er sehr langsam. Nichts. Faust wartet. Er sieht in die Dunkelheit. Soll er nach Hause gehen? Da. Woher kommt der heiße Wind? Plötzlich fliegt ein Feuerkreuz auf ihn zu. Jetzt bekommt er doch Angst. Soll er weglaufen? Das hat er gelesen, ist der sichere Tod. Ich muss stehen bleiben. Faust steht in seinem Kreis, um ihn herum Feuer. Er kann nichts sehen, dann wird es wieder dunkel. Eine Kutsche kommt sehr schnell angefahren. Wer sitzt auf der Kutsche? Faust kann ihn nicht sehen. Oder doch? Zwei rote Augen im Dunkeln. Was willst du von mir, Johann Faust? Fragt da jemand sehr laut. Faust antwortet nicht sofort. Seine Angst ist zu groß. Nun, Faust, ich habe nicht viel Zeit, viel zu tun. Verstehst du? Faust hört ein lautes, dunkles Lachen. Ich will deine Hilfe, sagt Faust endlich. Will Glück und Geld, Macht und Kraft. Ach, na gut, dann geh mal nach Hause und warte dort auf mich. Morgen komme ich dich besuchen. Faust sieht der Kutsche nach. Dann geht er nach Hause. Er muss lange warten. Den ganzen Morgen sitzt Faust in seiner Stube. Zur Mittagszeit hört er etwas. Ist da jemand? Dort, hinter dem Ofen? Ein schwarzer Kopf mit roten Augen. Hier bin ich, Faust, hört er ihn sagen. Was machst du denn hinter dem Ofen? Fragt Faust. Komm doch zu mir an den Tisch. Nein, nein, antwortet der andere, hier ist es besser. Aber Faust will, dass er näher kommt. Da kommt er. Mehr als 2 Meter ist er groß und hat lange schwarze Haare am ganzen Körper, wie ein Hund. Aus seinen Feueraugen sieht er Faust an. Schon gut, schon gut. Geh ruhig wieder hinter den Ofen, sagt Faust jetzt. Also, Faust, die Sache ist schnell erklärt. 24 Jahre lang will ich alles tun, was du willst. Essen und Kleidung, Frauen, Geld, alles kannst du von mir bekommen. Doch musst du 5 Regeln beachten und nach den 24 Jahren bist du mein.
Alles willst du für mich tun? Wirklich alles? Fragt Faust. So, sag ich doch. Und was sind die fünf Regeln? Erstens, du darfst nicht auf Gott und die Engel hören. Zweitens, du darfst nicht in die Kirche gehen und keine Predigt anhören. Drittens, du darfst niemals heiraten. Kein Problem, sagt Faust. Nun mal langsam. Viertens, tu nie, was der Pastor sagt. Fünftens, du darfst nicht der Freund der Menschen sein und musst gegen alle sein, die Gutes tun, Gottes Wort folgen oder schlecht von dir oder von mir sprechen. Gut, sagt Faust, das kann ich akzeptieren. Dann schreib das alles auf von deiner Hand mit deinem Blut. Ich komme den Pakt dann holen. Aber, zieh dir doch bitte etwas an. Wenn du zu mir kommst, so wie du bist, will ich dich lieber nicht mehr sehen. Kein Problem, Faust. Du wirst mich auch nicht mehr oft treffen. Denn ich bin der Herr der Finsternis und der ganzen Welt und habe anderes zu tun, als einem kleinen Menschen wie du dir zu dienen. Heute Abend kommt in meinem Namen ein Geist zu dir, der dir dienen soll. Faust ist plötzlich allein im Zimmer. Er denkt einen Moment nach. Soll ich oder soll ich nicht? Nun, ganz sicher tut dieser Diener als Teufels nicht alles, was ich will. Und dann kann ich immer noch sagen, er hat sich nicht an den Pakt gehalten und ich bin wieder frei. Oder nicht? Himmel hin, Himmel her, ich will leben und Spaß haben. Wer weiß schon, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Faust nimmt ein Messer und schneidet sich eine Ader auf. Das Blut lässt er in ein kleines Glas laufen. Damit schreibt er dann: Ich, Johannes Faust, Doktor der Medizin, bekenne hiermit bei klarem Verstand, dass Gott mir nicht gegeben hat, was ich wollte, und ich die Hilfe des Gottes der Erde, den alle den Teufel nennen, annehme. Er soll alles für mich tun, was ich wünsche. Wenn er das tut, will ich sein sein, mit meinem Körper, den ich von Gott durch meine Eltern bekommen habe, mit meinem Geist und meiner Seele. Ich will nie wieder in die Kirche gehen, keine Predigten anhören und niemals tun, was der Priester sagt. Ich werde niemals heiraten und alle Menschen hassen, die Gottes tun. Was Gott und die Engel sagen, geht mich nichts mehr an. Ich will es nicht mehr hören. Wer Schlechtes über mich sagt, den will ich strafen. 24 Jahre lang soll der Herr des Finsternis mir dienen. Dann kann er mit mir, mit meinem Körper, meinem Geist und meiner Seele machen, was er will. Gott selbst wird dagegen nichts mehr tun können. Dies habe ich mit meinem eigenen Blut von eigener Hand geschrieben. Faustus Doktor. Weniger später steht ein Mann in Fausts Stube, ein grauhaariger Mönch. Er nimmt das Blatt, auf dem Faust den Pakt geschrieben hat. Dann sagt er:
Gut, Faust, deine Seele ist in 24 Jahre mein. Bis dahin sollst du einen Diener haben, der jeden deinen Wünsche erfüllt. Er wird so aussehen wie ich jetzt. Und nun, Faust, lebe wohl, wir sehen uns wieder. Dann ist Faust wieder allein. Am Abend, Faust hat gerade gegessen und sitzt an seinem Schreibtisch, klopft es leise an die Zimmertür. Wer kann das sein? Die Haustür ist doch geschlossen. Ach so, der Diener. Vor der Tür steht ein grauhaariger Mönch. Faust bittet ihn herein. Du bist also mein Diener, sagt er zu ihm. Der Mönch sieht ihn traurig an. Ich muss, Faust, sonst mache ich nicht solche Hilfearbeit. Aber es sind ja nur 24 Jahre. Am Ende wird es für mich eine kurze Zeit gewesen sein und für dich nur der Anfang einer schrecklichen, unendlichen Zeit. So will ich jetzt alles tun, was du willst, was du auch wünschst. Du sollst es bekommen und du sollst auch keine Angst von mir haben. Ich bin ja kein hässlicher Teufel, sondern ein Spiritus familiaris, der gern bei den Menschen wohnt. So willst du also im Namen deines Herrn Luzifer mit mir immer zu Diensten sein? Das will ich tun. Du kannst mich jederzeit rufen. Ich heiße Mephistopheles. Gut, sagt Faust. Im Moment brauche ich dich nicht. Und schon ist Mephistopheles nicht mehr zu sehen. Was? Übungen. Was steht im Text? Textverständnis. Aufgabe 1. Teufelsbeschwörung. Wie macht man das? Welche Methode ist richtig? Erste. Man geht dahin, wo sich fünf Wege kreuzen und zeichnet dort drei gleich große Kreise. Man stellt sich in einen der Kreise und spricht eine Formel. Zweite. Man geht dahin, wo sich fünf Wege kreuzen und zeichnet dort drei Kreise, einen großen und zwei kleine. Man stellt sich in einem der kleinen Kreise und spricht eine Formel. Dritte. Man geht dahin, wo sich fünf Wege kreuzen und zeichnet dort drei Kreise, einen großen und zwei kleine. Man stellt sich in den größten und spricht eine Formel. Aufgabe 2. Streiche, was nicht richtig ist. Faust spricht die Formel aus und der Teufel kommt nach ein paar Minuten sofort. Faust hat keine oder große Angst und geht weg. Oder? Aber er bleibt stehen. Dann sieht Faust den Teufel, zwei rote Augen im Dunkeln. Aus dem Dunkeln hört Faust jemanden sagen, ich komme morgen nicht zu dir. Bleib hier stehen. Geh nach Hause und warte. Am nächsten Morgen, Mittag, kommt der Teufel zu Faust, aber er will unter dem Tisch, hinter dem Ofen bleiben. Dann erklärt er Faust, dass er mit ihm einen Pakt, einen Frieden schließen will und dass Faust fünf Themen, fünf Regeln beachten muss. Er darf immer wieder nicht mehr in die Kirche gehen, darf nicht heiraten und er muss gegen für Menschen sein, die Gutes tun. Er darf nicht, soll
auf das hören, was Gott und die Engel sagen, und soll immer, darf nie tun, was der Pastor sagt. Aufgabe 3. Welches Wort passt, schreibe es in die Lücke. Faust schreibt in den Pakt mit A. Tinte, B. Blut. 2. Nicht der Teufel will Faust dienen, sondern ein soll das tun. A. Geist, B. Mann. 3. Faust hofft, der Teufel kann nicht alles tun, was er will, und er wird wieder A. frei, B. arbeitslos. 4. Der Teufel will Faust 24 Jahre lang dienen und dafür Fausts A. Geist, B. Seele. 5. Am Abend klopft es an Fausts Zimmertür und da steht ein A. Mönch, B. Teufel. 6. Dieser Mönch ist in Wirklichkeit ein A. Mann, B. Geist. Wortschatz. Aufgabe 4. In diesem Kapitel gab es viele interessante Substantive. Setze ein, was passt. Diener, Feuer, Glück, Kraft, Kutsche, Kreis, Macht, Ofen, Pastor, Stube. 1. Nach einem sieht man nur Asche. 2. Als man noch nicht mit dem Auto fuhr, nahm man die. 3. Faust zeichnet einen auf den Boden. 4. Ich will Politiker werden oder Industrieboss. Ich will. 5. Der hält das Zimmer warm. Die Kiste ist zu schwer für mich. Ich habe zu wenig. 7. Morgen hast du das Staatsexamen. Ich wünsche dir viel. 8. Der hält in der Kirche eine Predigt. 9. Das mache ich nicht selbst. Den Tisch deckt mein. 10. Ein kleines Zimmer heißt auch Grammatik. Setze eine passende Präposition ein. 1. Faust springt den Kreis. Da steht eine Kutsche ihm. 3. Eine seltsame Kreatur sieht ihn roten Augen an. 4. Meine Eltern habe ich von Gott diesen Körper bekommen. 5. Studierzimmer ist es kalt. 6. Der Teufel ist sehr hässlich und bleibt lieber dem offen. 7. Da klopft es der Tür. 8. Wer kommt da? Zimmer. 9. Der Teufel setzt dich den Stuhl. Er spricht Faust. 11. Faust soll seine Unterschrift den Pakt setzen. 12. Danach verlässt der Teufel das Zimmer. Fenster. 13. Der Pakt muss deiner Hand geschrieben sein. Aufgabe 6. Sprich dich aus. Faust verkauft seine Seele, um gut leben und zu können und einen Höllengeist zum Diener zu haben. Andere arbeiten und studieren einfach sehr viel, um Erfolg zu haben. Was meinst du? Was ist der richtige Weg? 7. Schreib's auf. Erzähle kurz die Geschichte einer Person, die Erfolg gehabt hat. Eine Politiker, Politikerin, Fernsehmoderator, Moderatorin, Milliardär, Milliardärin.
Schreibe vor allem, wie und warum er sie Erfolg gehabt hat. War er sie besonders fleißig, besonders intelligent oder besonders skrupellos? Machen Sie die Aufgaben schriftlich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.